Herzlich willkommen im YouTube-Kanal von Coffinist.de. Und wir sind ja heute zu zweit und haben auch zwei Kaffeevollautomaten mit dabei. Und zwar ist das ein Battle, um das mich schon viele gebeten haben. Der Siemens EQ6 Plus S 700 gegen den De'Longhi Primadonna Soul. Der ist ja relativ neu. Und die beiden vergleichen wir heute mal. Wir machen Espresso, schwarzen Kaffee und Latte Macchiato. Probieren das alles und sagen euch dann im Anschluss, welcher von den beiden Kaffeevollautomaten uns besser gefällt. Euch erstmal viel Spaß beim Video. Bis gleich. Wenn ihr noch mehr Infos zu diesen Kaffeevollautomaten haben wollt, dann abonniert auch am besten den Kanal hier. Unten unter dem Video rechts ist eine kleine Glocke. Wenn ihr die markiert, dann kriegt ihr immer über neue Videos alle Informationen. Ganz wichtig, und den Daumen nach oben. Ja. Und den Kanal abonnieren, und wenn ihr da reinklickt in den Kanal, dann findet ihr auch Einzeltest-Videos zu diesen beiden Vollautomaten. Zum Siemens EQ6 Plus haben wir schon mehrere Videos gemacht, aber da gibt es auch gerade ein ganz aktuelles. Und der Soul ist ja relativ neu, da haben wir auch schon zwei Videos gemacht. Ein Video, wo wir so einen allgemeinen Testbericht machen, wo wir die Getränke probieren, und ein Video, wo wir mal die App mit verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten vorstellen. Checkt auch nochmal coffinist.de, da gibt es auch nochmal geschriebene Testberichte mit Tabellen, Produktinformationen. Das heißt, ihr müsst jetzt hier nicht mit einem Stift und Papier sitzen, sondern klickt einfach auf den Link, dann kommt ihr auf die Seite und dann könnt ihr alles nochmal ganz in Ruhe euch durchlesen. Genau, und einige Angaben lassen wir halt in den Videos auch immer weg, weil die Videos werden eh immer schon ziemlich lang. Und wenn ihr jetzt nochmal genau wissen wollt, wie viel Liter in welchen Tank reinpassen oder wie viel Mahlgrad-Einstellungen es gibt, falls wir die Informationen im Video mal nicht unterbringen, in diesen schriftlichen Testberichten gibt es das alles ganz gut aufgelistet und auch im Vergleich mit anderen Geräten. Und manchmal verquatschen wir uns beide auch einfach in den Videos ein bisschen, ne? Manchmal ist ein bisschen viel Gelaber, genau. Und wir machen jetzt erstmal einen Espresso. Und während wir den einschalten bei beiden Geräten, könnt ihr euch das schon mal anhören. Es ist jetzt so, dass man den Soul eigentlich auch mit einer App bedienen kann. Dazu haben wir ein extra Video gemacht. Das mache ich heute mal nicht. Das lassen wir mal weg. Aber habt das im Hinterkopf. Da habt ihr eine schöne App, mit der ihr den bedienen könnt. Falls ihr Videos macht, das ist besonders praktisch. Dann müsst ihr damit nicht rumgehen, wie ich jetzt. Und wir machen jetzt einfach einen Espresso. Wir haben bei beiden Geräten den Mahlgrad relativ fein eingestellt. Und ihr seht jetzt hier vorne schon an dem Display, dass wir bei dem Soul so ein richtig schönes, großes Farbdisplay haben mit Touch, wo man raufdrücken kann. Und bei dem Siemens ist es so, dass das doch so ein bisschen oldschool aussieht. Und im direkten Vergleich sieht man dem Siemens EQ6 Plus auch schon an, dass es jetzt kein so ganz aktuelles Gerät ist, sondern dass der schon, ich glaube, der wurde auf der IFA 2017 vorgestellt. Das heißt, der hat sozusagen 3 Jahre mehr auf dem Buckel. Und das sieht man schon. Und dieses Farbdisplay ist halt schon echt schön. Ja, es ist geräumiger. So, das war der Mahlvorgang. Ja, man sollte auf jeden Fall einen deutlichen Unterschied gehört haben zwischen den beiden Geräten. Also ich stand jetzt natürlich von dem Siemens-Gerät auch ein bisschen weiter weg, aber ich habe das mit dem Dezibelmesser mal genau gemessen, mit dem gleichen Abstand. Und es ist tatsächlich so, dass das in dem Fall das günstige Gerät deutlich leiser ist. Ja. Also der Siemens EQ6, der ist deutlich leiser, was das Mahlwerk angeht, als der Soul. Und ich habe das auch gemessen. Und zwar ist hier das Mahlwerk bei der Espresso-Zubereitung, wenn der Espresso gemahlen wird, 66,4 Dezibel. Und bei dem Soul sind es 73,6 Dezibel, was schon ganz schön großer Unterschied ist. Also der ist, obwohl er das teurere Gerät ist, relativ laut. Es ist ja auf jeden Fall auch Siemens Markenzeichen, so ein bisschen in Vollautomaten, dass die eben besonders leise sind. Sie nennen es ja auch irgendwie Super Silent Technologie, und der EQ9 ist ja auch unglaublich leise. Also wenn einem das sehr wichtig ist, dann muss man, glaube ich, jetzt gar nicht mehr länger drüber nachdenken und kann direkt den Siemens kaufen. Aber ihr müsst auf jeden Fall das Video noch weiter gucken, weil es gibt vielleicht doch ein paar Vorzüge von diesem Gerät, das der Siemens EQ6 nicht hat. Genau, da machen wir jetzt gleich weiter. Auf jeden Fall war es so, dass der Siemens EQ6 ursprünglich in dieser Version auch 1.200 € gekostet hat. Das ist der aktuelle Preis von dem Soul. Mhm. Der ist jetzt mittlerweile bei 400 € günstiger. Das ist ein Schnapper. Das ist also schon eine große Preisspanne. 400 € mehr müsst ihr also ausgeben. Und hier 400 € weniger. Und den Espresso, wenn man sich den mal anguckt, der hat hier bei dem De'Longhi eine sehr viel vollere
kräftigere Clérema, die so ein bisschen dunkler aussieht. Das sind aber die gleichen Espresso-Bohnen. Wir haben natürlich gute, frische Espresso-Bohnen benutzt. Welche verlinke ich euch unter dem Video auch nochmal. Und ja, vielleicht sollte man noch mal ganz kurz was zu den Zyklen, zu den Produktzyklen der Kaffeevollautomaten was sagen. Denn man kennt natürlich das viel von Elektrogeräten, von Telefons, von iPhones, wo man sagt, oh Gott, jetzt hast du irgendwie ein Jahr altes Handy und es ist schon wieder komplett veraltet. Man muss sagen, die Zyklen bei Kaffeevollautomaten sind sehr langsam. Das heißt, nur weil man jetzt ein Gerät kauft, was 4 Jahre alt ist oder also vor vier Jahren produziert wurde oder die Serie von diesem Jahr ist, heißt es nicht, dass man eine veraltete Technologie kauft. Es kann sein, dass vielleicht ein paar Dinge etwas anders funktionieren, aber generell darf das kein K.O.-Kriterium sein im Kaffeevollautomatenmarkt, wann das Gerät ist. Nee, und was halt schon auch oft passiert, ist, dass es dann neue Modelle gibt, der Hersteller, und in Wirklichkeit haben sie dann nur was an der Benennung geändert oder einen Knopf verändert oder irgendwas an der Software gedreht, und wirkliche Innovationen gibt es selten. Deswegen sind die Geräte immer lange auf dem Markt. Es gibt wirklich einige Vollautomaten, die auch immer noch sehr gut gekauft werden, die schon seit 10 Jahren auf dem Markt sind. Ja. Und das ist natürlich jetzt mal ganz spannend, weil wir hier wirklich mal ein neues Gerät haben, das es noch nicht so lange gibt. Und das ist immer ganz schön, auch für so Tests, wenn man mal ein bisschen was Neues machen kann. Und ich habe jetzt den Espresso schon mal probiert bei beiden. Der ist jetzt ein bisschen intensiver und ein bisschen voller geworden bei dem De'Longhi. Sah auch ein bisschen besser aus. Ja, man sieht auf jeden Fall einen Crema-Unterschied auch, ne, zwischen den beiden. Ja, das ist für den Geschmack nicht so wichtig, aber es sieht natürlich schon einfach nett aus, wenn sie nett aussieht. Ja. Und das finde ich ist jetzt ziemlich gleich auf. Ich finde die beide gut. Ich glaube, ich finde den Espresso bei dem De'Longhi ein bisschen besser. Und das ist gleichzeitig dann noch ein weiterer Pluspunkt. Bei dem De'Longhi ist die Range von dem Mahlgrad, die man einstellen kann, noch ein bisschen größer. Mhm. Das heißt, die feinsten Mahlgrade bei diesem De'Longhi werden feiner als die feinsten Mahlgrade bei dem Siemens. Und das ist gut, weil man dadurch eigentlich einen besseren Espresso hinbekommt, was man hier jetzt auch sieht. Und es ist halt auch so, dass bei diesem Soul das Mahlwerk sogar mit der App eingestellt werden kann. Das ist wirklich meine Innovation, muss man sagen. Beziehungsweise über das Display. Das heißt, da müsst ihr nicht händisch drehen, sondern das geht sozusagen über die Software automatisiert. Ist das eigentlich der einzige Automat, der das so macht auf dem Markt? Ich weiß es gerade gar nicht. Es gibt jetzt ja, wir hatten ja auch noch den... ich sag das mal falsch, Maestosa von De'Longhi. Das ist halt das 2.500-Euro-Gerät, das immer doppelt so viel kostet. Der kann das auch. Und die haben sozusagen die Funktion jetzt mit in das niedrigere Modell genommen, was dann der hier ist. Ja. Und ich glaube, in der Preisklasse, so für 1.200 Euro, gibt es eigentlich kein anderes Gerät, das das kann. Also für Mahlgrad zusammen plus dem Espresso können wir jetzt auf jeden Fall einen Punkt vergeben an De'Longhi, weil bei der Lautstärke hat er ja verloren. Auf jeden Fall. Aber wir machen jetzt mal weiter. Wir machen mal kurz einen Kaffee. Mhm. Das ist ja immer nicht so meine Lieblingsdisziplin, aber das ist ja immer sehr beliebt. Ich werde das mal gleichzeitig machen. Dann könnt ihr jetzt nicht das Mahlwerk nochmal hören, aber das hatten wir ja beim Espresso schon. Ja, vielleicht können wir noch mal ein bisschen was so zur Optik sagen. Also, dass der Soul sehr viel moderner aussieht mit diesem großen Farb-Touch-Display, das kann man, glaube ich, auf jeden Fall sagen. Kritiker sagen dann immer, das sieht so ein bisschen aus, als hätte jemand vorne so ein altes Navi rangeklebt, was ich auch ganz gut verstehen kann. Das stimmt schon optisch auch. Ja, also wenn man jetzt, sagen wir mal, wenn ihr ein iPhone habt, ne, dann ist es natürlich eine andere Erfahrung, das iPhone-Display zu bedienen, als jetzt so ein Display, was natürlich viel weniger kostet, in unserem Kaffeevollautomaten eingebaut ist. Das heißt, man darf jetzt keine Wunder erwarten. Nichtsdestotrotz finde ich, funktioniert es sehr gut. Es spricht gut an, also es hakt nicht. Aber natürlich keine Wunder erwarten. Ja, und im Vergleich dazu sieht hier dieses Display, dieses zweifarbige Display von dem Siemens halt eher aus wie so ein Tamagotchi, ja. Tamagotchi-Display, wo man das Tamagotchi füttern kann. Das ist dann aber schon ganz ehrlich, ich meine, es funktioniert. Ne? Ja. Es ist einfach zu bedienen. Beide Automaten sind einfach zu bedienen. Das Display funktioniert ähnlich von der Logik her. Es gibt da keine großen Unterschiede. Das Einzige ist wirklich, es ist wirklich eher was Kosmetisches. Ja. Und von der Benutzerfreundlichkeit ist der EQ6 auch wirklich gut. Also man kann irgendwie alles, was man braucht, ohne in die Anleitung gucken zu müssen, schnell einstellen. Ja. Das finde ich echt ganz gut. Und ich gehe nochmal rum und hole jetzt den Kaffee. Ja, kurz nochmal zur Optik. Also man kann schon sagen, dass der von De'Longhi durchaus etwas wuchtiger aussieht. Ich glaube, das ist einfach durch diese Designelemente, dass beispielsweise hier der Bohnenkasten etwas weiter hervorsteht und natürlich auch das Display vorne hervorsteht und man gleichzeitig auch noch hier so einen Milchbehälter vorne angeschlossen hat. Also es ist etwas
ja, mächtiger, wenn man es jetzt mal so ausdrücken möchte. Und der EQ6 ist auch jetzt kein kleiner KW-Vollautomat, aber wirkt im Vergleich ein bisschen schlanker. Das kann man, glaube ich, auch schon ganz gut sehen. Es sind schon beides große Geräte. Ja. Und der EQ6 sieht jetzt daneben so ein bisschen aus, als hätte man den so ein bisschen platt gedrückt, weil der so ein bisschen breiter ist und so ein bisschen, so ein bisschen, als hätte man jetzt von oben rauf gedrückt, sieht er aus. Die Kaffees habe ich jetzt von der Temperatur auch schon gemessen. Die haben beide so um die 80 Grad. Das sind auch jetzt die gleichen Bohnen. Ja, wir haben wieder ein bisschen mehr Crema hier natürlich beim De'Longhi. Ja, das ist halt wahrscheinlich schon wegen des feineren Mahlgrads. Ja. Und auch gut heiß auf jeden Fall. Also man muss, wenn man ein Glas hat ohne Und ich hatte den gleichen Kaffee, hatte ich gerade schon im Einzeltestbericht, den neuen von dem Siemens gemacht. Und das ist halt jetzt relativ dünn. Ich würde da noch ein Espresso mehr reinmachen. Das ist gleich, was wir letztes Mal gesagt haben. Damit ist man gut bedient, glaube ich. Generell immer, wenn ihr nur schwarzen Kaffee trinkt, nur Kaffee. Ja, Kaffee-Crema ist halt ein Getränk, was nur aus einem Vollautomaten kommt, wenn ihr diese Crema oben drauf haben wollt. Aber wenn ihr wirklich nur schwarzen Kaffee trinkt, dann ist auf jeden Fall eine Filtermaschine die bessere Wahl, weil das schmeckt einfach nicht so gut wie ein frisch gefilterter Kaffee. Da kann man halt über eine Kaffeemaschine mit Mahlwerk nachdenken. Ne? Die malt halt den Kaffee frisch und packt es dann halt einfach direkt in die Maschine rein. Und man hat natürlich eine Art Vollautomat, aber eben nur für Filterkaffee. Also mir schmeckt der Kaffee jetzt auch ein bisschen besser. Mhm. Ich finde aber beide jetzt nicht so doll. Es ist halt einfach... Es ist nicht mein Getränk. Es ist einfach dem Getränk geschuldet. Ich kenn's auch nicht. Aber so wenn ich einen Punkt vergeben müsste, dann kriegt auch De'Longhi diesen Punkt. Ja. Und wir machen jetzt nochmal ein Milchgetränk. Mhm. Ja, also die Optik von den Getränken ist auch ganz klar, liegt ganz klar bei De'Longhi auf jeden Fall. Ja, große Geräte haben natürlich auch ein paar Vorteile. Ja, der Wassertank ist größer, man muss den Wassertank nicht so oft nachfüllen. Vermutlich ich habe gerade überlegt, was kommt jetzt. Aber das stimmt, der Wassertank ist größer. Beim Bohnenfach ist mir persönlich immer die Größe ziemlich egal, weil ich da sowieso nicht so viel reinkippen würde, sondern das eher nach dem Bedarf versuchen würde. Aber gerade wenn man eine kleine Familie hat, irgendwie 4, 5, vielleicht sogar 6 Leute und jeder auch unterschiedliche Getränke trinkt, dann ist es auf jeden Fall, sind beide auf jeden Fall eine gute Wahl. Der Tamagotchi-Anteil hält sich dann so ein bisschen in Grenzen, wenn man nicht die ganze Zeit neues Wasser einfüllen muss. Mal zum Thema Reinigung was sagen. Das ist bei beiden Kaffeevollautomaten relativ ähnlich. Wenn ihr nochmal mehr Einzelteile sehen wollt, wie die Brühgruppe und so weiter aussieht, dann guckt euch entweder den Artikel, die Einzeltestberichte auf meinem Kaffeeblog coffeeness.de an oder die einzelnen Videos. Das werde ich euch alles hier drunter auch nochmal verlinken und versuchen hier auch in die Infobox reinzuballern, weil da könnt ihr euch das mal angucken. Wir bauen die jetzt nämlich in diesem Video nicht nochmal komplett auseinander, aber das haben wir gerade erst gemacht für die anderen Videos. Da könnt ihr euch das ganz genau angucken. Von der Reinigung hat der De'Longhi zwei Nachteile meiner Meinung nach. Einmal, dass er so ein Milchschaumsystem hat, wo man diesen Behälter benutzen muss, der da vorne dran ist. Hier kannst du einfach so einen Pitcher nehmen, wie wir das hier gemacht haben, und den kann man dann in die Spülmaschine packen. Das ist einfach ein bisschen leichter zu reinigen. Und beim De'Longhi ist es auch so, dass die Brühgruppe nur teilweise rauszubauen geht. Also sie geht rauszubauen, aber das Gegenstück von diesem Stempel in der Brühgruppe ist hier beim De'Longhi noch drin. Mhm. Das heißt, da muss man noch im Gerät ein bisschen mehr putzen. Das ist sozusagen so ein kleiner Nachteil, was die Reinigung angeht. Insgesamt ist es aber einfach sehr ähnlich und es ist auch Geschmackssache, ob man so einen Milchbehälter haben will oder nicht. Ist natürlich auch praktisch, den kann man einfach so in den Kühlschrank packen wieder. Ja. Wichtig ist dabei, dass man nicht Milch nachschüttet, sondern den immer komplett leer macht und dann neu befüllt. Sonst bleibt die alte Milch unten. Und das ist Schimmelalarm oder saure Milch im Kaffee ist auch nicht so schön. Ja, das muss echt nicht sein. Und das kriegt man auch nicht gut wieder sauber. Hier seht ihr jetzt zwei Getränke, die sehr ähnlich aussehen. Ja. Und, müssen wir mal probieren. Ja, durchaus ähnlich vom Milchschaum her. Nicht der feinste Milchschaum, den wir bisher hier so in unserem Testlabor gesehen haben, aber durchaus. Ich glaube, den feinsten, den wir bisher hatten, war tatsächlich von Melitta. Ja, die Melitta Milchschaum sind sehr gut. Das war irgendwie ganz gut. Milchschaum 2 Finger breit, Temperatur. Ist auf jeden Fall für Leute, die es gerne heiß mögen, so wie ich zum Beispiel, ist es jetzt genau das Richtige. Ja, der haben wir auch ausgemessen, der hat 65 Grad jeweils. Ja, für mich dürfte es jetzt nicht kälter sein, weil sonst bin ich mal so, muss ich mir nochmal in die Mikrowelle stellen oder so. Heißer darf es echt nicht sein. Und ja, das, also ich finde, die schmecken jetzt genau gleich tatsächlich. Da würde ich jetzt ungern einen Punkt vergeben.
Und wir machen dann nochmal so eine kleine Zusammenfassung. Das ist so, dass wenn man die nebeneinander hält, technisch der DeLonghi doch deutlich neuer wirkt insgesamt. Der hat jetzt eigentlich zwei größere Nachteile dem Siemens gegenüber. Und das ist der Mahlgrad, die Mahllautstärke. Und das zweite ist der Preis, weil der kostet 400 Euro mehr. Das hängt natürlich von euch ab. Genau, vielleicht wird er auch noch ein bisschen günstiger. So, wen ihr jetzt besser findet vom Aussehen her, das könnt ihr euch selber überlegen. Hier ist ein bisschen glänzender, weil das ist halt so eine echte Edelstahlverkleidung, aber auch nur so aufgeklebt sozusagen. Und hier habt ihr den Kunststoff-Edelstahl-Imitat. Mhm. Das wirkt jetzt nicht ganz so hochwertig. Insgesamt finde ich aber den DeLonghi schon schicker, aber das würde ich jetzt mal nicht in die Wertung mit einbeziehen, sondern das könnt ihr euch selber überlegen. Und alles andere macht eigentlich der DeLonghi besser. Also die Getränke gefallen uns aus dem besser und das Display ist schöner, lässt sich besser bedienen. Der Mahlgrad lässt sich automatisch einstellen. Ja, es ist wirklich ein gutes Gerät für die gesamte Familie. Ich weiß es gerade nicht, ob du was von den Profilen schon gesagt hast. Falls, ich sage es einfach nochmal, man kann sich nämlich eigene Profile für die Personen des Haushaltes anlegen. Genau, das geht aber bei beiden Geräten. Das geht bei beiden Geräten, geht sehr gut. Also beide Geräte sind durchaus familientauglich. Wie Arne schon gesagt hat, wir würden wahrscheinlich jetzt hier eher dem DeLonghi den Vorschuss geben, wenn jetzt sozusagen der Preis jetzt nicht die größte Rolle spielt. Also wenn euch der Preis egal ist, kauft den DeLonghi. Ja. Außer, wenn ihr jetzt sagt, mir ist super, super wichtig, dass er möglichst leise ist. Weil leiser ist tatsächlich der Siemens. Das also wenn euch sagen. Super wichtig ist, dass er leise ist, holt euch den Siemens. Wenn ihr total aufs Budget gucken müsst und sagen müsst, sagt, die 400 Euro sind mir jetzt echt zu viel, die der mehr kostet, dann holt euch auch den Siemens. Alle anderen sollten sich meiner Meinung nach eher den DeLonghi kaufen. Und wir haben ja noch ein bisschen Hoffnung, dass der noch ein bisschen günstiger wird. Ja. Es war ja auch so, dass der Siemens am Anfang auch 1.200 Euro gekostet hat. Vielleicht kommt der hier auch irgendwann bei 1.000 Euro an oder weniger. Das muss man jetzt erstmal noch abwarten. Vielleicht machen wir dann in 3 Jahren nochmal ein Video mit dem und sagen dann, wie viel günstiger er geworden ist. Das ist jetzt so unsere Zusammenfassung. Also 100%ige Empfehlung kann man nicht geben. Der Siemens ist günstiger und leiser und der DeLonghi macht eigentlich alles andere besser.